Kommt, begleitet mich in die Arena. In Krokodilopolis. Entschuldigung. Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig. Die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf. Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Der ersten Arenenkampf. Du willst mich gegen sie bekämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. No? Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Haha. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho! Das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Vielleicht sollten wir davor ganz kurz mal die Waffen überprüfen. Nee? Lässt er uns nicht. Das ist natürlich gemein. Der neue Kämpfer aus Siva. Ich freue mich darauf, dich in vielen Schlachten zu demütigen. Ich scherze nur. Vielleicht müssen wir da draußen gegeneinander kämpfen, aber das ist nur ein Grund mehr, hier drin zusammenzuhalten. Freut mich zu hören. Warum riskiert ein ptolemäischer Soldat sein Leben in der Arena? Ich befolge nicht gern Befehle. Das hilft nicht in der Armee. Aber ich habe eine Familie zu ernähren, also bin ich hier. Schon gegen die Brüder gekämpft? Viridovix und Diovikos? Man hielt mich bisher nicht für würdig. Und ich bin wirklich froh, dass es so ist. Aha. Schauen wir doch mal. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Schauen wir mal. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Geschützt. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Ach so. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Auf geht es. Verdammt. Oh Gott, ist das. Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Baye. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Oh.
Kerl! So, schauen wir mal, was noch kommt. Und? Gewonnen! Ja! Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena! Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Und? Dann euch wir zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf den Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Oh, oh. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenza sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ah, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Also, du fühlst dich sehr gut? Planst deinen Weg an die Spitze? Glaub mir, was wir tun, ist nicht nobel. Wir sind nur Söldner, mehr nicht. Nur Söldner? Die Reichen mieten unsere Schwerter? Ja, du hast es gehört? Mein Rat, geh nicht darauf ein. Das ist gefährliches Terrain. Ich sah viele gute Männer sterben. Kämpfe und geh nach Hause. Lass die Finger von den Aufträgen. Ein imposanter Einstand, Sivana. Ich bin ein wenig neidisch. Ich muss schnell mehr Geld verdienen. Ich habe gehört, es gäbe Aufträge außerhalb der Arena. Dir bleibt auch nichts verborgen, mein Freund. Wir sollten nicht darüber reden. Aber von Zeit zu Zeit ergeben sich Gelegenheiten. Ich glaube, ich habe mich nun selbst als würdig erwiesen. Kennst du auch die Auftraggeber? Es gibt einen Grund, warum diese Leute im Schatten bleiben. Niemand kennt ihre Identität. Hör auf meinen Rat. Wenn du das Glück hast, ausgewählt zu werden, dann tu, was man verlangt und freu dich über den Lohn. Also, ich glaube, das war's jetzt, was wir noch... Also, mach mal weiter. Weil ich will euch noch ein paar schöne Kämpfe bieten. Innerhalb der 20 Minuten. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier... Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen, mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt.
Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Dafür schlag ich sie tot! Der Metzger und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar! Noch wilder als die wildesten Bestien! Dafür werde ich dich abschlachten! Futter für die Würmer! Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Was war das? Warum schießt sie auf mich? Die Beschützer von Siva haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die Nächsten? Das war noch eine Frage. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Oh oh. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Du entkommst nicht, Sohn einer Hure. Komm, Brüder! Hier lang! Hätte nicht mehr lange durchgehalten. Reiß dir die Eingeweide raus! Ich will. Die Metzger fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Helf mir mal hier drüben! Ich arme noch. Durch deine Gnade, Mahat. Du bist tot! Tot! Hey!
Ja. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und doch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Jetzt schauen wir mal, ob wir den kriegen. Felix, wartet! Also, eure Chance gegen die Brüder, ich wünsche euch kein Glück. Denn Glück hilft euch nicht. Aber hört mir gut zu. Zusammen sind sie einfach zu stark. So haben sie mich besiegt. Trennt sie auf. Bekämpft immer nur einen. Mal schauen, wie das geht. Und vielleicht überlebt ihr. Danke, Horus. Aber sei unbesorgt. Ich werde heute nicht sterben. Es gibt viel Schlimmeres als den Tod. Seid vorsichtig. Und, los ich oder schaffe ich's? Also, auf geht's. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Ein schöneres Schwert wäre natürlich gut. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Na schon, aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten. Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Oh oh. Okay. Yeah!
Ja. Und mit diesem Sieg endet dann auch der jetzige Stream. Das war doch nicht schlecht. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zur Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Oh, oh. Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod. Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns im nächsten Stream.